Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich seit Monaten schon vorbereite und seit Monaten drauf freue. Denn heute gibt es die unglaubliche Gelegenheit, dass wir gleich zwei Chancen haben, die ISS vor dem Mond zu fotografieren. Obwohl wir nicht Vollmond haben, trotzdem habe ich mir gedacht, ziehen wir das einfach durch. Die Besonderheit ist zudem, dass die ISS heute besonders nah ist. Was heißt besonders nah? Aber immerhin 580 bis 600 Kilometer. Also heute jetzt am Nachmittag die 580 Kilometer und heute Abend im Dunkeln um 10 Uhr haben wir nochmal die Chance, die ISS vor dem Mond zu fotografieren. Und zwar ist sie da 600 Kilometer von dem Standort entfernt. ISS, internationales Space Shuttle. Momentan sind sogar 4 Touristen an Bord. Das heißt, wenn wir die jetzt fotografieren, dann können die fast schon aus dem Fenster rauswinken, wenn sie das wüssten, dass wir das machen. Ja? Aber natürlich weiß ich jetzt schon, dass die ISS auf diesen Fotos ziemlich klein wird, obwohl ich hier richtig viel Tele aufgefahren habe. Am besten ist es natürlich immer, wir fotografieren den sogenannten ISS-Transit. Was bedeutet denn das jetzt schon wieder? Na ja, ganz klar, die ISS kommt in dem Moment per Transit praktisch vor dem Mond oder vor der Sonne vorbei. Denn sonst wüssten wir ja gar nicht bei dem riesigen Himmel, wo wir dieses kleine Etwas suchen sollten. Und wir würden das unmöglich einfrieren können. Dementsprechend ist das gut, wenn wir ein Objekt haben, in dem Moment eben der Mond oder die Sonne, wo wir wissen, dass sie genau da durchschießt, denn das macht sie mit ca. 25.000 km/h. Und dementsprechend kurz ist dieser Moment 0,6 Sekunden. Je größer sie ist, also je näher sie an der Erde ist, desto kürzer flitzt sie natürlich an dem Mond oder an der Sonne vorbei. Heute, wie gesagt, wir bleiben jetzt mal beim Thema Mond. Den Solartransit können wir wann anders auch noch machen. Und wenn sie weiter weg ist, also wenn sie jetzt zum Beispiel 2000 Kilometer von meinem Standpunkt entfernt wäre, dann hätte ich 2 Sekunden Zeit, sie vor dem Mond zu fotografieren, weil sie dann natürlich viel kleiner ist und auch langsamer vorbeizieht. Aber durch dass sie heute so nah ist, haben wir nur 0,6 Sekunden, um mit volle Kanne Feuer mit der Sony A9 hier auf die ISS zu schießen. Ich sag noch ein paar Worte zur ISS und danach zeige ich euch, wie ihr das selber schafft und wir versuchen sie am Himmel zu catchen. Apropos weit weg, wenn ihr eine coole Fotoreise mal machen wollt, dann schaut doch mal auf die Seite von World Geographic Excursions. Denn dieser Veranstalter, mit dem ich ja selber 4-mal im Jahr als Guide unterwegs bin, der hat noch jede Menge coole Reisen im Angebot, perfekt auf Fotografen zugeschnitten. Da gibt es Erlebnisfotoreisen für alle, die schon fotografieren können und es gibt Workshop-Fotoreisen. Und der Vorteil dabei ist, er ist halt absolut auf die Bedürfnisse der Fotografen spezialisiert. Das heißt, immer nur zum besten Licht an den besten Locations in dem jeweiligen Land. Also schaut unbedingt unten über den Link mal vorbei und bucht eine Reise. Ich bin übrigens kein besonderer Fan von der ISS. Die ISS hat im Lauf der Jahre 150 Milliarden Dollar verschlungen. Wisst ihr, was 150 Milliarden Dollar sind? Ein Tiefbohrbrunnen in Afrika kostet 18.000 Euro oder Dollar. Ihr müsst euch vorstellen, ein Tiefbohrbrunnen, das ist nicht nur einfach nur so ein Loch mit 5 Meter, sondern das ist ein Brunnen, der garantiert Wasser für jedermann hat. Ja? Also ein Projekt, wo 18.000 Euro verschlingt. Und diesen Tiefbohrbrunnen, den hätten wir für die Summe der ISS 8 Millionen Mal in Afrika bohren können. Das heißt, Afrika sähe heute aus wie ein Schweizer Käse. Oder wir hätten vielleicht nur 8.000 Brunnen gebohrt mit dem Geld. Dann hätten wir jede Menge Milliarden übrig, um vielleicht noch kommunistische Staaten zu bestechen, damit sie zu Unrecht eingesperrte Christen und Muslime in den Gefängnissen vielleicht wieder rauslassen. Ja? Wir hätten mit diesem Geld so viel tolle Sachen machen können. 800 Millionen Menschen auf dieser Erde haben Hunger oder sind unterernährt. Mit 150 Milliarden hätten wir jeden dieser Menschen, also 800 Millionen Menschen, hätten wir jeden 187 Dollar in die Hand drücken können, damit er sich mal wieder was zu essen kauft oder damit er sich Saatgut kauft, um was anzubauen. Jetzt, wo wir gerade sprechen, verschlingt die ISS, jetzt, wo sie am Himmel rumfliegt, ja, mit den 4 Touristen an Bord, die Tickets, was die gekostet haben, sage ich euch gleich, verschlingt jeden Tag 6 Millionen Dollar. Jeden Tag, 365 Tage im Jahr, verschlingt sie jeden Tag 6 Millionen Dollar. Das sind 2,2 Milliarden Dollar im Jahr, die noch da drauf kommen auf die 150 Milliarden. Je länger sie am Himmel ist, desto mehr muss die Menschheit dafür aufkommen. Und ob dieses Steuergeld am Himmel gut angelegt ist, das wollen wir mal herausfinden. Ich möchte zumindest für mein Geld, das ich da investiert habe,
mal ein Foto machen von diesem Teil. Wie ist das machbar? Wie könnt ihr das zu Hause nachmachen? Das ist überhaupt nicht schwer. Es gibt dafür eine schöne Webseite, die heißt transitfinder.com. Dort könnt ihr den nächsten ISS-Transit planen, vor dem Mond oder vor der Sonne, gemäß eurem Standpunkt. Denn natürlich kommt sie morgen vielleicht in Schweden vorbei, übermorgen kommt sie in Russland vorbei. Also das heißt nicht, dass sie jeden Tag hier in Deutschland vorbeikommt und das heißt auch nicht, dass sie immer in Hamburg vorbeikommt oder in München. Das heißt, ihr müsst Glück haben, dass das bei euch in der Nähe ist. Ihr müsst euren Koffer packen, ihr müsst da hinfahren und ihr müsst euch in der Mitte des Pfades, das ist immer nur ein schmaler Streifen, wo sie zu sehen ist, ihr müsst euch exakt in der Mitte auf der Ideallinie befinden, die sich übrigens jeden Tag noch mal leicht verändert. Also kurz bevor ihr da seid, einen Tag zuvor noch mal reinschauen, wie hat sich der Streifen verschoben? Muss ich jetzt nach Nürnberg fahren oder muss ich eine Stadt weiterfahren? Dann müsst ihr natürlich planen, habe ich gutes Wetter? Das ist die Voraussetzung. Was meint ihr, wie lange ich auf dieses Video schon warte? Wir hatten jetzt 6 Wochen Bewölkung hier am Himmel und ich war frustriert, weil ich dieses Video, das ich so lange geplant habe, nicht raushauen konnte. Das nächste Problem ist, die ISS hat täglich so ein bisschen einen Geschwindigkeits- und einen Positionsversatz. Also man kann nicht exakt planen, so wie jetzt zum Beispiel beim Mond, kann ich jetzt für 2027 gucken, wann der aufgeht und ob er da Halbmond hat oder Vollmond. Aber bei der ISS ist das ein bisschen schwieriger, die fliegt mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, dann tudelt sie mal ein bisschen nach links, mal nach rechts und das muss immer wieder neu aktualisiert werden. Ich sag mal, an dem Morgen, wo ihr losfahrt, stimmt das schon sehr exakt. Da verändert sich dann nicht mehr viel. Aber ein paar Tage zuvor kann sich dieser Balken doch noch mal ein paar Kilometer verschieben. Und ihr müsst dann vielleicht einen neuen Standort planen. Achtet auch dabei natürlich darauf, dass ihr nicht irgendwie mitten auf der Straße steht, dass euer Auto natürlich sauber geparkt ist und dass ihr niemanden im Weg seid und dass ihr nicht auf illegalem Grund euch befindet. Und wenn der Zeitpunkt näher rückt, dann könnt ihr sogar mit der App Stellarium, die ich übrigens auch gekauft habe, das empfehle ich jedem, investiert die 10 Euro, dass die App ist so klasse, die zeigt euch den ganzen Sternenhimmel zu jeder Uhrzeit und die hat eben auch diese ganzen Satelliten drin. Und da kann ich jetzt einfach ISS in die Suche eingeben und dann sehe ich jetzt live, wo die ISS ist und ich kann sogar vorspulen, wie das dann aussehen wird und wie kurz sie vor dem Mond sein wird. All das ist mit der App Stellarium möglich. Und mit diesen 2 Tools habe ich den Tag heute geplant. Und ich bin schon mega aufgeregt, ob wir das wirklich schaffen, dass wir dieses Staubkörnchen fotografieren. Und ich sage fotografieren, denn ich könnte sie ja auch filmen. Filmen hätte den Vorteil, dass ich viel mehr Bilder pro Sekunde habe. Ich hätte jetzt hier meine Sony A7S aufbauen können mit 120 Bildern in der Sekunde. Das heißt, diese 0,6 Sekunden, wo die ISS am Mond vorbeireist, die hätte ich in extremer Zeitlupe euch zeigen können. Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich habe nämlich hier unten, das seht ihr, wenn Mario ein bisschen kippt, die Sony A7 IV. Die hat aber nur 60 Bilder in der Sekunde und das übrigens natürlich nur mit 4K. 4K sind aber nur 8 Megapixel. Das heißt, ich kann euch zwar hier den Transit in halber Zeitlupe zeigen, mit 60 Bilder in der Sekunde immerhin, aber ich habe mich bewusst für die A7 IV entschieden, denn hier habe ich mein 200-600 drauf. Das empfehle ich euch auch, wenn ihr so ein Foto mal machen wollt, mindestens mit 600 mm Brennweite. Und da habe ich jetzt eben meinen Telekom-Leiter nicht drauf, weil den brauche ich beim Fotografieren. Dazu kommen wir gleich. Aber wenn ich 4K 60 filme, habe ich nicht nur den Vorteil von der kleinen Zeitlupe, sondern ich habe auch einen Vorteil von einem 1,5-fachen Crop. Und das bedeutet, ich habe die 8 Megapixel nochmal rangezoomt, also ich habe so einen Telekonverter-Ersatz. Drunter habe ich hier den Skywatcher, eine Nachführeinrichtung, die ich dann auf Mondgeschwindigkeit stelle. Also die wird einmal auf den Nordstern eingerichtet. Jetzt sehe ich den natürlich nicht, den Nordstern, aber ich weiß natürlich, an welchem Breitengrad wir sind. Das heißt, die Gradzahl kann ich einschwenken und ich weiß in etwa, wo Norden ist. Und das ist viel genauer, als hätte ich gar keine Nachführung. Das bedeutet, ich muss mich hier gar nicht drum kümmern. Ich stelle jetzt einmal den Mond ein, drücke auf Aufnahme, vielleicht 5 Minuten vorher und lasse das Ding rödeln. Und ich bin mir sicher, der Mond wird sich nicht groß verlagern. Also wie gesagt, hier 4K, filmen wir das Ganze heute mit, dass ich euch das dann eben auch mal als Film zeigen kann. Und auf der anderen Seite haben wir unser Lichtmonster aufgebaut, aber das ist eigentlich nicht notwendig. Das ist jetzt das notwendige Übel für mich, weil ich halt ein zweites 600er brauche. Also ihr müsst jetzt da kein 14.000 Euro Objektiv verwenden. Wir haben hier ein 600 mm plus den 1,4er Telekonverter und leider nur die A9. Warum leider nur die A9? Weil sie 24 Megapixel hat. Natürlich wäre mir die A1 jetzt lieber, die hätte ich mir noch ausleihen können, aber das war jetzt alles zu kurzfristig, habe ich keine Lust drauf gehabt. Und die könnte natürlich mit 50 Megapixel 30 Bilder in der Sekunde und hat einen endlos großen Puffer, den wir voll ballern können. Die A9, die ich hier habe, die ist ein bisschen limitiert und deswegen habe ich abgewogen, ob ich überhaupt in RAW fotografiere. Denn wenn ich in RAW fotografiere, dann habe ich nur so 10, 12 Sekunden, wo ich mit 20 Bilder die Sekunde mit 24 Megapixel auf die Karte schießen kann. Ja? Und das ist halt hier das Problem. Also
ich habe mich bewusst dagegen entschieden, das heute mit der A7S III zu filmen, weil das wären nur 8 Megapixel. Ich wollte die 24 Megapixel, also nochmal die doppelte Auflösung. Ob das uns was bringt jetzt hier, weil es halt doch ziemlich warm ist, wir haben atmosphärisches Flimmern. Ich sehe schon, wenn ich den Mond justiere, der wabert so vor sich hin. Also das werden wahrscheinlich keine richtig scharfen Fotos. Aber ich wäre überhaupt mal heilfroh, wenn ich sie echt am Himmel catchen kann. Ja, das wäre schon der Wahnsinn. Also wie gesagt, hier A9, Telekonverter 600 mm. Das heißt, wir haben eine maximal offene Blende von 5,6. Und weil es halt doch jetzt schon 17 Uhr ist, muss ich tatsächlich auf eine ISO 3200 hoch, dass der Mond so halbwegs hell ist und dass das ein ausgewogen belichtetes Bild ist. Und weil die ISS hier mit 25.000 km/h vorbeiblockt, habe ich eine 3200stel eingestellt. Eine 4000stel wollte ich nicht nehmen, denn dann wäre ich mit der ISO noch höher. Und ich denke, alles, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, zum Beispiel Vogel im Flug, Schwalbe im Flug und so weiter, das haben wir meistens mit einer 2000stel bis 3200stel scharf. Und dann denke ich, diese 0,6 Sekunden vom Mond kriege ich auch mit einer 3200stel dann scharf. Der Plan sieht so aus, ich habe sekundengenau meine Zeit vor Augen. Ihr braucht eine Funkuhr, denn die Zeit, die bei transitfinder.com steht, ist eine Funkuhrzeit. Auf die Sekunde genau wird euch angegeben, wann dieses Teil vor dem Mond vorbeiflitzt. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr die Time genau im Blick habt. Ja? Und dann habe ich hier ein Filmstativ verwendet, ihr seht das, denn der Mond wandert ja. Und jetzt habe ich halt den Nachteil, wenn ich den Mond einmal eingerichtet habe, dann muss ich noch ein paar Minuten warten, dann ist der schon wieder fast aus dem Bild rausgewandert. Und das Filmstativ hat jetzt für mich einfach den Vorteil, ihr könnt aber auch einen Kugelkopf nehmen, das ist nicht so dramatisch. Ihr wisst ja 10 Sekunden vorher, wann es losgeht, dann könnt ihr den Mond nochmal einjustieren, festklemmen und losballern. Und ich selber, ich habe halt die elegante Lösung hier mit dem Filmkopf. Ich habe hier auch so eine Counterbalance, nennt sich das, dass das Gewicht vom Objektiv so austariert wird, dass nichts kippt, sondern dass das dann einfach so stehen bleibt hier oben. Ne? Also egal, wo ich das Objektiv hinbewege, das bleibt stehen und ist trotzdem beweglich. Und sobald der Moment heranrückt, ja, sehe ich hier die Sekunden, dann schmeiße ich das Handy da runter und dann zähle ich den Countdown runter. Und jetzt kommt natürlich der spannende Moment. Ihr dürft nicht erst auslösen, wenn die Sekunde genau zutrifft, sondern ihr müsst natürlich möglichst 10 Sekunden vorher schon auslösen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Kamera auf JPEG zu stellen, damit ich einfach einen unendlichen Puffer habe. Ich habe eine schnelle SD-Karte rein, das heißt, jetzt habe ich 24 Megapixel fast endlos. Also die Kamera kann, keine Ahnung, 40, 50 Sekunden hier dieses JPEG in den Puffer füllen, ja, weil es halt einfach viel schlanker ist wie ein RAW. Wir haben auch nicht so. Es ist ja nur der Mond mit irgendeinem weißen Tupfer davor. Also das heißt, da brauchen wir jetzt auch kein RAW in der größten. Natürlich wäre es schön, wenn ich ein RAW hätte, aber ich habe jetzt mich dazu entschieden, aufs RAW zu verzichten und JPEG zu nehmen. Okay, das wären im Groben schon die Einstellungen. Fester Weißabgleich, Tageslicht und jetzt warten wir, bis das Teil endlich vorbeiblockert. So, gleich geht's los, Leute. Nur noch 5 Minuten. Übrigens hier, Stellarium ist halt auch cool. Da könnt ihr die ISS auch anklicken und könnt mal so richtig an das Teil ranzoomen. Und dann seht ihr auch drunter die Karte, über welche Länder sie gerade fliegt, das finde ich auch total spannend, die Ansicht. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch umdrehen und dann seht ihr sie von unten, wie sie dann eben am Mond vorbeizieht. Und ja, jetzt geht es jeden Moment los. Und jetzt ist es natürlich sehr entscheidend, dass hier die Filmkamera den Mond noch eingefangen hat. Und wir haben ja noch einen Termin heute Abend. Das heißt, selbst wenn es jetzt scheitert, haben wir noch einen Termin heute Abend. Und ich erhoffe mir, dass der Termin heute Abend auch das klarere Bild vom Mond liefert, weil die Erde sich abgekühlt hat heute Abend. Wir haben nämlich heute Nacht Temperaturen so um die 10 Grad. Das heißt, heute Nacht um 10 ist es bestimmt schon viel kühler auf der Wiese. Und dann hoffe ich mir, dass wir nicht so ein Geflimmer drin haben wie jetzt hier am Tage. Aber ich wollte das auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich kenne keinen YouTuber, der das mal gemacht hat, am helllichten Tag die ISS vor dem Mond zu fotografieren. Da bin ich schon irre gespannt, ob wir die überhaupt sehen. Ja, weil nachts ist ja klar, da haben wir entweder noch die Sonne drauf, ich weiß aber nicht, ob das heute Nacht so ist, oder wir haben einen Schattentransit, wo man eben nur die unbeleuchtete ISS als Schatten vor der Sonne durchziehen sieht. Und heute könnte es aber auch heute Abend sein, dass sie noch von der Sonne angeleuchtet wird und dann als weißer Stern zu sehen ist, der am Nachthimmel vorbeizieht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da mich nicht näher reingedacht in die Geschichte. Das kann man bestimmt irgendwo nachschauen. Aber ich bin sehr gespannt, ja. Aber jetzt habe ich mich schon fast verquatscht. So, Leute, ich bin so aufgeregt. Jeden Moment geht's los. Da geht das Adrenalin nach oben, wenn der Moment näher kommt. So, jetzt sagt die Uhr 15.
In 10 Sekunden, ich löse aus. Feuer! Ja! Der Puffer läuft voll, jetzt sollte sie kommen. Boom! Jetzt ist der Puffer voll, jetzt macht sie nur noch alle paar Sekunden. Aber wir sind jetzt schon, wenn ich auf die Uhr schaue, locker 40 Sekunden über die Zeit. Das heißt, sie muss jetzt durchgeflogen sein. Leider seht ihr das live natürlich nicht, weil das Ding so schnell und so klein ist. Und da bin ich jetzt eben sehr gespannt. Wenn es geklappt hat, dann seht ihr jetzt die Aufnahme. Wir haben jetzt hier nochmal die einmalige Gelegenheit, nach dem Versuch vorhin, wo wir bei Tageslicht unterwegs waren, das Ganze nochmal um 22 Uhr zu wiederholen. Das gibt es wirklich sehr, sehr selten, weil meistens ist der nächste Transit irgendwo 400 Kilometer entfernt vom Transit davor. Und wir haben hier das einmalige Glück, dass wir zwei Mondtransite haben, die sozusagen relativ nah an unserem Wohnort sind. Das eine war 10 Kilometer in die nördliche Richtung, jetzt sind wir 10 Kilometer am Abend nochmal in die südliche Richtung gefahren. Und bis es dann losgeht um 22 Uhr, da ist es dann natürlich schon dunkel, machen wir es uns noch ein bisschen gemütlich. Wir haben noch eine Stunde und jetzt hoffe ich, dass wir das Ganze mal ohne Hitzeflimmern draufbringen, weil vorhin hat mir die Qualität wirklich nicht gefallen bei Tageslicht. Da haben wir ja die ISS wirklich nur als so verwaschenen Punkt gesehen, der mal da ist, mal nicht da. Gott sei Dank war sie aber drauf. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Und jetzt bin ich wieder bewaffnet mit meinem 600er und dem 1,4er Konverter hier und haben somit hier an der A9 mit 24 Megapixel immerhin 24 Megapixel. Ne? Haben 840 mm jetzt hier. Und da unten filme ich mit der Sony A74, dem 200-600, genauso wie vorhin auch mit dem Star Tracker hier drauf, damit ich das nicht nachführen muss. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das diesmal aussieht. Hey, kann es sein, dass ich die gerade schon sehe? Ja, tatsächlich. Da ist sie. Bewegt sich so schnell. Ja, es ist sie. Wow. So 250 fange ich an, habe ich gesagt, aber ich kann mir jetzt Zeit lassen, weil jetzt sehe ich sie ja exakt. Das haut exakt hin. Noch 15 Sekunden bis Mond. Achtung! Und dann versuche ich mitzuschwingen. Achtung, Achtung! Also. Achtung! Los gleich geht's! Ich schwenk mit, ich hab's immer noch drauf. Dieses Bild ist ein Crop aus dem 24 Megapixel Bild und ich habe so stark rangecroppt, dass wir jetzt nur noch 1,5 Megapixel haben, also gerade so ausreichend für Instagram, aber nur dann, wenn keiner ranzoomt. So, und jetzt habe ich mir gedacht, hey, lad das doch mal in das legendäre Topaz AI Programm rein, denn das ist ja bekannt nicht nur für sein perfektes Entrauschen, sondern auch für sein perfektes Nachschärfen
und für sein perfektes Resolution vergrößern. Also wir können hier die Auflösung wieder raufrechnen. Und ich war mal neugierig, was Topaz AI, was ja hier mit einer künstlichen Intelligenz auch arbeitet, aus den vielen Mondkratern macht und vor allem aus der ISS. Und ich habe das jetzt hier mal geöffnet. Hier links sehen wir das unbearbeitete 1,5 Megapixel Bild und rechts eben das neu angefasste, sage ich mal, also automatisch überarbeitete von Topaz. Und Topaz hat sich jetzt hier dafür entschieden, dass es 2,9-fach vergrößert wird. Und ich kann hier mal so drüber gehen, um zu schauen, welches Objekt wurde denn erkannt. Und er hat das hier ganz schön gemacht, also den Mond und die ISS hat er markiert. Das heißt, nur das wird jetzt bearbeitet. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, mit dem Denoise bin ich mir jetzt nicht einverstanden, was hier automatisch gerechnet wurde, aber ich kann ja hier noch manuell sagen, er soll denoisen. Und was hier neu ist, ist diese Version 2, die wird demnächst ersetzt. Also das normal hier wird durch die neue Entrausch-Version ersetzt und man kann hier Feedback auch geben. Und das ist eben besonders spannend, wenn wir diesen Regler aktivieren, denn er entrauscht jetzt hier. Und wenn wir jetzt mal hier ranzoomen, dann ist das wirklich lustig, weil wir sehen, dass zum Beispiel dieser Krater, der wirkt metallisch. Also die ganze Mondoberfläche wirkt jetzt metallisch. Aber wir müssen uns die Frage stellen, ist sie wirklich schlechter geworden? Weil wenn ich vorher dieses Bild habe, dann ist das ja auch nicht so richtig gut, oder? Also alle Krater sind im Grunde noch da. Ich fahre euch mal an ein Detail hin und ihr werdet staunen, was da Topaz draus gemacht hat. Und zwar hier oben dieses Gebirge. Und wenn wir da mal ranzoomen, dann stellt ihr fest, dass wir links nur noch Pixelbrei haben. Also wir sind hier schon auf Pixelebene, wir sehen die einzelnen Würfel. Ganz im Gegensatz auf der rechten Seite, wo Topaz dieses Gebirge wieder hergestellt hat. Und das sieht schon sehr faszinierend aus. Also das war vorher. Das ist nachher. Natürlich wird jedes Strichlein hier nicht an der richtigen Stelle sein, aber wenn ihr mal darauf achtet, dieser Schlitz hier zum Beispiel im Gebirge, ja, den finde ich hier angedeutet auch links. Also auch dieser Schlitz hier, dieser Schatten, auch den finde ich hier links. Also ich finde das gar nicht so unklug, was Topaz hier daraus gemacht hat, und wir dürfen nicht vergessen, dass wir gerade an ein 1,5-Megapixel-Bild 400% rangezoomt haben. Schaut euch das an, sowas vorher. So ist es jetzt. Also ich werde es euch definitiv so mal auf Instagram stellen. Und ja, wenn ihr an Topaz interessiert seid, findet ihr den Link in der Videobeschreibung.